Cookies, Comic-Cookies. Spezial. Lecker. Am Donnerstag, den 26. Mai 2016, fand im Rahmen des Comic-Salon eine weitere Podiumsdiskussion statt. Sie hatte den Titel 35 Jahre Edition Moderne. Die Comic-Szene in der Schweiz. Guten Tag, nämlich Rina Joost, Reto Glor, Barbara Schrag und Gregor Gild mit ihren jeweils aktuellen Bänden. Es wird uns darum gehen, uns zu überlegen, was eigentlich in der Schweiz im Moment läuft, wie es läuft, warum es läuft oder warum es nicht läuft und so weiter, einen kleinen Überblick zu geben oder einen kleinen Einblick zu geben in das, was in der Comic-Szene Schweiz und vielleicht auch den Comic-Szenen Schweiz, je nachdem, alles abgeht. Und das ist ein bisschen ein abstraktes Thema, wenn man von Szenen redet, aber wir haben ja auch Künstler und Künstlerinnen hier auf dem Podium und es geht um ihre Bücher und letztlich ist ja das, was zählt und das ist der Grund auch, warum wir nach Erlangen kommen. Es sind eigentlich die Bücher, die uns interessieren, mehr als das, was im Hintergrund passiert. Deswegen möchte ich den Verleger David Basler bitten, dass er uns diese drei Künstler bzw. das Künstlerpaar kurz vorstellt und vor allem auch erklärt, warum er ihre letzten Bücher in der Edition Moderne veröffentlicht hat, was ihre Qualitäten sind in seinen Augen und warum wir alle diese Bücher auch lesen sollten. Ja, vielen Dank, Christian Gasse. Wir sind hier ganz unter Schweizer hier auf dem Podium und ich möchte mich beim Comic Salon auch bedanken für diese Einladung. Dass ich drei Autoren mitgenommen habe, das repräsentiert eigentlich auch das Programm der Edition Moderne, das vielleicht der eine oder andere kennt. Edition Moderne wurde 1981 gegründet und wir unterscheiden im Verlag und im Verlagswesen zwischen zwei Arten von Produktion. Das sind Lizenzen, Übersetzungen aus dem Ausland, wo der Verlag die Rechte für die deutschsprachige Ausgabe einkauft. Das andere sind Originalausgaben. Und jetzt möchte ich heute eigentlich davon sprechen, wieso die Edition Moderne eigentlich sehr viele Schweizer Originalausgaben hat. Ich habe zu meiner Linken Rina Joost. Sie hat im Januar 2016 eine Reisereportage bei der Edition Moderne veröffentlicht, wo sie erzählt aus ihrer Sicht, wie sie von Moskau nach Shanghai gereist ist. Dann habe ich hier zu meiner Rechten Reto Glor. Er hat ein autobiografisches Buch veröffentlicht, das heißt Das Karma-Problem. Reto Glor kenne ich schon lange. Ich habe seine Bücher schon in den 90er Jahren veröffentlicht. Das war Matter, ein historisch-schweizerisches Thema über einen Gauner im 19. Jahrhundert. Und Meyer und Meyer, auch ein anderes historisches Buch, das damals Reto mit dem Szenaristen Markus Kirchhofer zusammen gemacht hat. Und dann ja, hatten wir lange nicht mehr miteinander zu tun. Vielleicht kann dann Reto erzählen, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Aber es hat mich sehr gefreut, dass ich jetzt wieder letztes Jahr dieses Karma-Problem, dieses Buch von ihm veröffentlichen konnte. Und ganz druckfrisch ist das letzte Buch, Golem im Emmental. Das ist von Gregor Gierk und Barbara Schrag gezeichnet als Team. Und die Geschichte hat Benedikt Eppenberger gezeichnet, auch ein Schweizer, der leider nicht nach Erlangen kommen konnte. Das sind drei ganz unterschiedliche Projekte, präsentieren aber eigentlich ganz gut das Programm der Edition Moderne. Also auf der einen Seite ein persönlicher Reisebericht, eine Reportage ist vielleicht zu weit gegriffen, weil es handelt sich eigentlich um ein Reiseerlebnis. Und dann ein autobiografisches Buch von Reto und dann der Golem im Emmental ist eine echte, von mir ausgelegt, eine echte Grafiknovelle, ist eine fantastische Geschichte, die im 19. Jahrhundert spielt,
im Emmental. Sie könnte aber gleichwohl auch in Österreich oder irgendeinem Bergtal spielen. Wieso ich diese drei Bücher veröffentlicht habe und dass das aus den drei Schweizer sind, das hat auch einen ganz trivialen Grund. Die Edition Moderne ist in Zürich ansässig und in der Schweiz ist die Comicförderung viel besser als in Deutschland. Das muss ich zugeben. Also in der Schweiz, ich rede auch von der deutschsprachigen Schweiz, also wir haben etwa dieselbe Situation wie in Belgien, mit den Wallonen und den Flamen. Also die deutschsprachige Schweiz gehört jetzt kulturell zum deutschsprachigen Gebiet, zu Österreich und zu Deutschland, währenddessen die Westschweiz, französischsprachig, ein ganz anderer Markt ist und gehört zu Frankreich. Wir haben im Moment haben wir nicht nur Autorenförderung, die gibt es jetzt in Deutschland seit 3-4 Jahren, sondern wir kriegen auch Druckzuschüsse. Ich erhalte als Verlag Druckzuschüsse für Werke, die von Schweizer Autoren publiziert sind. Also das muss ich offen sagen, es gibt auch sehr gute Werke von deutschen und von österreichischen Autoren, aber die haben dann schlussendlich den Nachteil, dass die Finanzierung des Buches halt sehr schwierig, mehr schwierig ist. Man muss sich offen zugeben, wenn man jetzt ein Erstlingswerk wie das von Rina oder das von Barbara und Gregor veröffentlicht, kann man einfach nicht damit rechnen, dass man, wenn man einen Verlag professionell führt, dass man da so viel verkauft, dass man das mit dem Verkauf einholen kann. Und darum ist, wie auch in der Literatur oder in allen anderen Kultursparten, ist eben Kulturförderung sehr wichtig. Also ich glaube, das kann man einfach nicht nur mit dem kommerziellen Hintergrund messen. Und das ist in der Schweiz, ist das viel besser ausgebaut als in Deutschland. Gut, damit sind wir schon beim Geld gelandet. Ich dachte, ich würde nur anfangen, ein bisschen über Kunst reden, über die Kultur und dann ganz zum Schluss verschämt so zum Finanziellen kommen. Aber wenn wir schon bei diesen Fördersachen sind, dass du sagst, dass Verlage unterstützt werden, wenn sie einheimische Künstler, Autoren publizieren, dann habe ich eine konkrete Frage auch an die hier anwesenden Künstler. Was gibt es sonst, um ein bisschen das Loblied auf die Schweiz, es ist selten genug zu machen, was gibt es sonst für Möglichkeiten in der Schweiz, zum Beispiel als Comiczeichnerin, als Comicautor gefördert zu werden, Geld zu kriegen, Atelieraufenthalte, was auch immer. Hast du konkret jetzt für dein Buch mit dem wunderbaren Titel, das will ich euch nicht vorenthalten, der Hase auf dem Rücken eines Elefanten, hast du da konkret, was wurde da auch unterstützt bei der Realisierung dieses Buches? Ja, also ich habe diese Reise gemacht und bin zurückgekommen und hatte natürlich als Zeichnerin also schon unterwegs gezeichnet und hatte das Bedürfnis, da was draus zu machen. Und ich habe dann, also ich habe noch Teilzeit gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, also so, das funktioniert nicht, ne, das dauert noch 10 Jahre, bis das fertig ist. Und dann habe ich mich informiert, was gibt es für Möglichkeiten, und jetzt habe ich das Glück, dass ich in einem kleinen Schweizer Kanton wohne, dem Thurgau. Und da gibt es verschiedene Stiftungen, da habe ich mich dann informiert, da gibt es die Kulturstiftung vom Kanton, die wird aus dem Lotteriefonds gespiesen, und das war dann auch mein Hauptunterstützer. Ich habe aber auch von meiner Heimatstadt Frauenfeld was bekommen und von ein paar kleineren Stiftungen noch. Alles in allem hat es natürlich nicht so weit gereicht, aber das war auch mein Fehler, weil ich habe einen Beitrag verlangt oder angefragt für 4 Monate Arbeitszeit, was ein bisschen optimistisch war. Und habe aber dann von den meisten Stiftungen was bekommen und vor allem eben von dieser Kulturstiftung im Thurgau. Die haben ihr Büro in Frauenfeld, wo ich wohne, und da habe ich den guten Tipp bekommen, mal vorbeizugehen. Die wollten mich zuerst ein bisschen abwimmeln, aber dann konnte ich vorbeigehen und das war super. Und das ist so ein Stiftungsbüro, das über Beträge bis 10.000, glaube ich, oder jetzt ist es weniger, aber damals war es bis 10.000,
können die in diesem Stiftungsbüro selbst entscheiden, ohne den großen Rat. Und die fanden das super toll, was ich da gebracht habe, weil im Thurgau, muss man auch sagen, gibt es nicht so viele junge Künstler oder nicht so viele bildende Künstler, aber es gibt Musiker. Aber ich glaube, Comiczeichnerin bin ich in meiner Stadt die Einzige. Und ja, die haben das auch noch nie so gesehen und fanden das total frisch. Und ja. Also ich habe in Luzern studiert und ich muss sagen, in Luzern wäre das ein bisschen schwieriger geworden, weil da alle Illustrationsabgänger halt auch an diese Fonds, an den Fuka-Fonds und was es da so gibt, gelangen. Und im Thurgau war das etwas ganz Neues und die fanden das toll. Und also ich finde es auch toll, dass sie das toll fanden. Und, ja. Also so wurde ich dann auch mit einem Betrag unterstützt und ja, bei den Druckbeiträgen waren sie auch, glaube ich, der Kanton und die Stadt. Also ich habe denen schon gesagt, es ist ein Werkbeitrag, ich brauche das zum Arbeiten, damit ich nicht noch einen Geldjob machen muss. Und es kann sein, dass wenn ein Verlag das verlegen möchte, das war ja noch gar nicht klar, dass der vielleicht wieder kommt. Und da waren sie schon mal vorgewarnt. Und dann konnte ich das David Basel auch so verkaufen. So, ja, wenn du das nimmst, dann könntest du bei denen und bei denen auch noch fragen vielleicht. Und ja, so ist dann das Buch auch zur Veröffentlichung gelangt. Sind das ähnliche Erfahrungen, wie du gemacht hast, Reto? Wurdest du auch so mit deinem Geldsegen bedacht? Also, bei mir war es nicht unbedingt so. Ich arbeite schon recht lange. Also das erste Buch, das publiziert wurde, das war Anfangs 90er Jahre. Und ich habe auch Staatsaufträge gemacht, also Publikationen, meistens historische Publikationen, die von einem bestimmten Kanton bezahlt wurden oder sonstige Dinge. Aber ich habe eigentlich niemals wirklich viel bekommen. Und ich muss dann halt mindestens 10 Jahre musste ich einen Pro-Job machen. Ich habe als Zeichenlehrer gearbeitet und wollte mich selbstständig machen. Dann kam auch der Grund, weshalb ich vielleicht nicht sehr deutlich und klar formulieren kann, da es wurde mir eine Krankheit diagnostiziert und bevor ich diese Diagnose hatte, habe ich den Job gekündigt und es war von daher ein bisschen ein Fehler auch und ich habe dann später halt meine Invalidenrente gekriegt. Bis dahin musste ich mich durchschlagen und ich habe ziemlich viele, für dieses Buch habe ich ziemlich viele Gesuche an Stiftungen, ich wohne in Basel, an den Kanton Basel eingereicht und so. Aber die wollten mich nicht unterstützen, weil sie fanden, Comics, das haben wir nicht als Rubrik in unserer Kulturförderung. Und ich meine, es gibt es gibt Geld für Theater, Literatur, Tanz, was weiß ich, bildende Kunst, aber nicht unbedingt für Comics. Und ich habe da nur Absagen kassiert. Es gab einfach diese Interessengruppe für diese Krankheit, die MS, die dann einen Druckbeitrag gezahlt hat. Und der Kulturfonds, den hast du aufgetan, der Info Kulturfonds und von daher konnte ich nicht wirklich
von Leben, als ich dieses Buch gemacht habe. Ich meine, es war auch eine persönliche Sache. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das gemacht habe, um einfach mit dieser Krankheit irgendwie zur Hand zu kommen und so. Und ich habe recht viel Erfolg gehabt mit der Publikation, aber vorher, da muss ich halt investieren, mal. Okay. Also so einfach ist es offenbar nicht, das viele Geld, das in der Schweiz gehortet wird, für kulturelle Zwecke abzuzweigen. Also ich habe das gehört, Eto Glor hat mit das Karma-Problem eine sehr, sehr persönliche Geschichte gemacht, also eine Auseinandersetzung mit dieser Krankheit, Multiple Sklerose. Gregor Georg und Barbara Schrag, da ist jetzt weniger Autobiografisches drin in eurem Golem im Emmental, das ist eher eine Genre-Geschichte, die an einem halt vielleicht nicht so außerhalb der Schweiz nicht zu gewöhnlichen Ort sich abspielt, aber bevor wir auf die Inhalte zu reden kommen, also ihr wurdet auch unterstützt, ihr habt es geschafft, offenbar den Comic als Literatur zu verkaufen, solchen Gremien die genügen. Ja, es war bei uns eigentlich, die Idee hatten zur Geschichte mit unserem Autor zusammen, war ziemlich schnell klar, dass es ein recht dickes Buch werden würde und das uns wahrscheinlich mehrere Jahre beschäftigen würde. Und darum haben wir dann versucht, eben auch Webbeiträge zu erhalten. Und wir haben verschiedenen Orten also uns informiert. Und jemand hat uns gesagt, probier das bei Pro Helvetia, das ist die Kulturstiftung des Bundes. Und dort haben wir geschaut, eigentlich läuft Comic unter Design, weil es halt gezeichnet ist. Und bei der Sparte Design gibt es aber keine Webbeiträge, sondern eben nur Produktionsbeiträge, also Druckkostenbeiträge. Und dann habe ich mich durch die Homepage geblättert, habe gesehen, in der Literatur dort gibt es Webbeiträge. Und dann haben wir gefunden, ja, wir probieren es einfach einmal und sagen, es ist auch visuelle Autorenarbeit und haben das bei der Literatur eingegeben und mussten dann noch ein bisschen Text nachreichen und mehr über die Geschichte sagen. Und dann haben wir wirklich sehr überraschend eben einen Webbeitrag mit ziemlich viel Geld bekommen und dann auch noch von der Stadt Bern einen kleinen Beitrag. Und so hatten wir jedenfalls so für ein Jahr oder so einen ziemlich großen Beitrag. Also es waren zusammen 30.000 Franken, also 25.000 von der Pro Helvetia und 5.000 von der Stadt. Ist es viel Aufwand, solche Gesuche zu schreiben? Ja, es ist. Wir haben schon zu allem eine Dokumentation gemacht, also Lebensläufe zusammenstellen und wirklich eine gute Dokumentation machen und das und sich zuerst einmal informieren, das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Lena, du hast auch genickt, bei dir kannst du Sachen wie sehr viele Klinkenputzen, Stiftungen, Vereine. Ja, also wie gesagt, hatte ich auch Glück, aber die Vorarbeit ist schon sehr groß, weil ich habe auch eine Weile nicht mehr in meinem Wohnkanton gewohnt, sondern eben in Luzern. Und dort habe ich ein bisschen was mitbekommen durch Studium und in Torgau musste ich mir halt auch alles zusammensuchen und mit jedem Fragen und Nerven, wo kann man denn da und so, wie muss man das? Und ja, also der Aufwand ist schon sehr hoch und also jetzt rückblickend gesehen hat sich das schon gelohnt, aber als ich das gemacht habe, dachte ich auch, ja, ich bin ja auch blöd, diese Zeit könnte ich auch ins Zeichnen investieren und ja, also vielleicht, wenn wir bei den Zahlen sind, ich habe von der Kulturstiftung 5.000 bekommen und den Rest, also es waren so etwa 7.000 insgesamt. Das ist nicht so viel in der Schweiz, um mehrere Monate davon zu leben. Und ich habe also auch einen großen Teil des Buches halt querfinanziert mit Illustrationsaufträgen oder auch sonst pädagogischen Sachen, die ich noch gemacht habe. Ja.
Wie gut bist du? Da habe ich auch im Laufen über gerade diese Förderungsmöglichkeiten. Also wenn du mit jungen Autorinnen und Autoren zu tun hast, gibst du Tipps, Adressen, hast du so eine Liste mit Stiftungen, die man angehen soll? Wie muss man sich das vorstellen? Ne? Ja, das tue ich auch. Ja, also es ist, wie Lina gesagt hat, also im Kanton in der Schweiz, da wie ein gutes Land, in Deutschland, nur die Schweiz ist ja viel kleiner als insgesamt mit den Alpkantonen, glaube 26 Stück. Und je nachdem, wo man geboren ist, hat man mehr Glück oder mehr Unterstützung. Und das kann nur 5 Kilometer auseinander sein. Und da muss man dann halt vielleicht auch, es gibt noch den sogenannten Heimatort. Und dann gibt es so absurde Sachen, dass wenn der Heimatort im Kanton Bern liegt, wird man im Kanton Bern unterstützt, aber wenn man nicht da wohnt oder umgekehrt. Also ich weiß es nicht so genau. Es ist verzwickt, es ist bürokratisch, man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber es lohnt sich. Und ich denke im Fall gerade von Rina Jost, sie ist da zu bescheiden und sagt, ja, ich war halt die einzige Comic-Künstlerin. Es ist ja dann schon erstaunlich, dass in so einem ländlichen Kanton, der sehr konservativ ist eigentlich, dann überhaupt die Kulturkommission erwägt, einen Comics zu unterstützen. Und ich glaube, da sind wir in der Schweiz schon ein Stück weiter als in Deutschland, in Österreich. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in Kärnten oder so... ich weiß nicht, in Sachsen, nicht in Sachsen, also in Deutschland, dass es vielleicht schwieriger ist, dass man dann von einer Kulturkommission Geld für einen Comics kriegt. Andererseits ist Basel ja eigentlich in der Schweiz eine progressive Stadt, bekannt für ein wahnsinnig tolles Kunstmuseum und so weiter. Und da stößt dann wieder Veto auf Schwierigkeiten, weil die das ja die keine Schublade dafür haben. Vielleicht finden sie seine Arbeit gut, aber sie sagen, ja, wir wissen nicht, wohin gehört jetzt ihr Gesuch, und dann lassen sie es halt sein. Das sind so die Schwierigkeiten. Aber grundsätzlich denke ich, es liegt nicht nur an der reichen Schweiz, es liegt tatsächlich auch daran, dass der Comics in der deutschsprachigen Schweiz schon so weit angekommen ist, dass er tatsächlich jetzt auch bei der Literatur gelandet ist, bei der Förderung, was ich ja eigentlich sehr unterstütze, wie in Frankreich auch, und nicht bei dem Design, bei der bildenden Kunst, finde ich persönlich auch falsch. Aber das ist schon mal ein großer Schritt, und Gregor Gilg und Barbara Schrag waren die Ersten, aber seitdem hat jetzt auch 2015 zwei Comics-Künstler ein Werkjahr von ein nationales Werkjahr erhalten, und das ist schon bemerkenswert. Die Edition Moderne hast du vor 35 Jahren gegründet. Du feierst ja auch diesen sehr runden Geburtstag, 35 Jahre Edition Moderne. Was hat sich für dich in diesen 35 Jahren vor allem verändert in der Comic-Szene oder Comic-Landschaft der Schweiz? Also wenn du das jetzt so runterbrechen müsste auf 3-4 Punkte, von denen du denkst, das ist jetzt wirklich anders, da hat sich etwas verändert, im Guten, vielleicht auch im Schlechten, ich weiß nicht. Es hat sich eigentlich, also meiner Meinung nach, hat sich immer alles im Guten oder hat sich vorwärts entwickelt. Ich habe wirklich das Gefühl, in diesen 35 Jahren ist es vorwärts gegangen, es hat ganz wenige Rückschritte gegeben. Vor 35 Jahren habe ich eben damit angefangen, weil ich ja meine Mutter aus dem französischen Teil der Schweiz ist und ich mit französischen Comics zu Hause aufgewachsen bin, mit Spirou, mit dem Magazin Spirou, das wöchentlich erschien damals, und ich das alles kannte, Lucky Luke, Gaston und so weiter, eben Spirou, die Schlümpfe und das, mit dem aufgewachsen bin. Und damals war meine Mission, eben Anfang der 80er Jahre französische Comics den Leuten bekannt zu machen, weil da wurde ja erschienen vielleicht 30 Alben pro Jahr, und sonst war es nur Kioskware und Comics gab es und viel mehr nicht. Und so habe ich angefangen. Ich wollte eigentlich jeder Leute sagen, zeigt mal, was man alles mit Comics machen kann. Und heute besteht das Programm der Edition Moderne aus hälftig aus Originalausgaben, also Publikationen von deutschsprachigen Autoren, und das war am Anfang überhaupt nicht so, und das ist schon ein Schritt voran.
Man kann auch eben Comics studieren, also das ist jetzt in Deutschland auch so, man kann auch Diplomarbeiten mit Comics machen. Das war vor 35 Jahren, war das ein Ding der Unmöglichkeiten. Aber du bist ja eigentlich sozusagen ein Monopolist geblieben, also es gibt in der deutschen Schweiz außer der Edition Moderne keinen professionell geführten Verlag. René, dazwischen rufen, falls ich mich täusche. Wie erklärst du dir das? Ich meine, wenn die Fördersituation so toll ist, müssen doch eigentlich ganz viele Talente und Bücher machen sein und die müssen verlegt werden und dann könntest du sie nicht machen, aber sie würden eigene Verlage gründen. Aber eigentlich passiert jetzt gemessen an den Möglichkeiten, die es offenbar gibt, nicht so viel, wie geschehen könnte, während in Deutschland, wo die Förderung offenbar so schlecht ist, eigentlich ganz viel passiert im Moment. Ich weiß, man sollte keine kritischen Fragen stellen, aber ich sage jetzt auf der Zunge. Ja, die zu Moderne drückt alle, meinst du? Nein, ich meine nicht, dass du ja im Glück hast, dass es offenbar den Druck nicht gibt, dass andere Sachen über längere Frist so sich entstehen und aufbauen. Gut, David Boller macht seinen Verlag jetzt konsequent, aber es ist für seine eigene Sache. Naja, es gibt auch im literarischen Bereich gibt es eigentlich nur ganz wenige Verlage in der Schweiz. Die Verlagsszene in der Schweiz ist klein, also das ist sicher ein Grund. Und also ich, ehrlich gesagt, in Deutschland zähle ich auch nicht mehr als 20 Comic-Verlage. Ich meine, das ist auch nicht wahnsinnig viel und im Verhältnis würde das ja sogar einigermaßen stimmen, dass es tatsächlich, ich sehe eigentlich keinen vernünftigen Grund, dass es keinen zweiten Verlag, sagen wir mal professionellen Verlag gibt in der Schweiz. Ich denke, das ist ein Zufall. Mhm. Gab es für dich, Rina, bist du einfach auf David Basler los oder hattest du dir das anders überlegt, vielleicht selber machen oder in einem anderen Verlag, in einem Literaturverlag oder so zu gehen, wie bist du vorgegangen bei der Verlag, so was für Optionen hattest du? Die Frage war, als du dein Buch machen wolltest, bist du direkt auf Edition Moderne und hast du gesagt, wenn er das nicht macht, dann kann ich das Buch nicht machen? Oder hattest du dir auch einen Plan B, oder war vielleicht David Basler ist der Plan B, weil die anderen drei Sachen ins Wasser fielen? Wie bist du da vorgegangen, um das Buch dann auf den Markt zu bringen? Also David Basler und die Edition Modern waren mein Plan B und das war eigentlich auch schon der letzte Plan, den ich hatte. Also ich hatte mal Kontakt mit der Edition Büchergilde, aber damals war das auch noch doppelt so dick und ziemlich skizzenhaft und ja, die haben mir das auch zurückgeschickt, was total legitim war. Und der Vorteil bei der Edition Moderne, also ich kenne die Isabel Peterhans, die schon ein Buch veröffentlicht hat, ihre Diplomarbeit über Jerusalem, und da habe ich sie gefragt, ja, was machst du, kann ich da einfach mal eben schreiben oder wie machst du das so? Und ja, und dann hat sie mir empfohlen, einfach mal anzurufen und zu fragen, ich könnte sicher vorbeigehen, und das habe ich dann gemacht. Und David Basler war auch so nett und hat mich empfangen und hat sich Zeit genommen und hat sich diesen sehr dicken Entwurf angeschaut und durchgeblättert. Er war auch ein harter Kritiker, sage ich jetzt mal. Also er hat auch natürlich auf die Verkaufbarkeit geschaut und hat auch gesagt, ja, du bist eine Erstautorin, du kannst nicht so ein dickes Buch, also das zahlt niemand, die Druckkosten, das kauft wahrscheinlich auch niemand. Und ja, irgendwie haben wir uns dann so, also ich habe das aufgenommen, seine Kritikpunkte, die auch berechtigt waren, muss ich sagen. Ich habe einen Großteil davon auch umgesetzt und ich glaube so ein halbes Jahr später oder so habe ich angerufen oder geschrieben und gesagt, ja, du, ich habe jetzt das alles gemacht, was du gesagt hast, kann ich jetzt nochmal kommen? Und dann war die Resonanz gut und ja, also zum Glück, weil also ich habe an dem Buch auch gearbeitet, ohne dass ich wusste, ob es veröffentlicht wird, weil es mir einfach am Herzen lag. Und ich bin dann sehr froh, dass David Basler das gut aufgenommen hat und dann beschlossen hat, auch mit
mit den Kollegen, dass er das herausgeben will. Und wie ist es bei euch, Barbara und Gregor? Ihr hattet ja dieses, ihr seid ja Literatur. Habt ihr auch gedacht, okay, jetzt sind wir anerkannte Literaten, jetzt gehen wir zu einem Literaturverlag, zu Diogenes oder zu einem anderen Verlag. Der Literaturverlag würde ja wahrscheinlich auch Druckkostenbeitrag geben, wenn er einen Comic machen würde. Oder wolltet ihr, oder seid ihr direkt zu David gegangen? Also wir sind schon bei David gewesen, bevor wir den Wettbeitrag bekommen haben. Einfach als wir die Geschichte als Dialogfassung von Benny Umberten hatten und so die ersten 10 Seiten und ein Storyboard, das schon durchgezeichnet war auf die 300 Seiten und die ersten 10 Seiten etwa ausgeführt und haben ihm einfach die Geschichte gezeigt und was sein Vorteil war. Also wir haben uns eigentlich schon gedacht, Edition Moderna ist der Ort, um das rauszubringen, weil es eigentlich wirklich ein Comic ist. Und bei uns war gut, dass Benny schon mal bei David war, vor irgendwie 8 Jahren, mit einem anderen Zeichner, und hat damals scheinbar eine Geschichte, ein Krimi, der in New York spielt, vorgestellt. Und David hat dann gefunden, ja, eben, das ist einfach, es hat keinen Schweizbezug, es hat kein Fortsetzungspotenzial und eben auch, es hat nichts mit der Schweiz zu tun. Und da bekomme ich eben auch keine Förderung und das Interesse ist einfach auch nicht so groß in der Schweiz. Und dann hat es Benny, glaube ich, auch ein bisschen angeregt darauf, eine Geschichte zu machen, die jetzt alle diese Kriterien schon mal einlöst. Und darum hatten wir da auch gute Karten bei David, dass er schon von Anfang an gesagt hat, doch, das würde ihn interessieren. Wenn wir fertig werden damit, mit diesen 300 Zeichen, können wir sich das vorstellen. Wie kam es zu dieser Begegnung zwischen dem Golem und dem Emmental? Jetzt können wir vielleicht ein bisschen auch über die Inhalte sprechen, ein bisschen über die Kunst so ganz am Schluss, nicht über das Geld. Also diese Geschichte Golem im Emmental, wie ist diese, also ich sage jetzt nicht die Autoren, aber ihr wisst bestimmt, wie Benedikt Ettenberger diese Geschichte entwickelt hat. Das hat ja auch etwas sehr Gotthelf-mäßiges, die schwarze Spinne, also all diese 19. Jahrhundert-Horror-Geschichten, wie ist das entstanden? Also ich glaube, ein Auslöser für Benny war, dass es von Jeremias Gotthelf einen Nachlass gibt, der bis heute kein Literaturforscher anrühren darf, weil irgendein Nachfahre von ihm den hütet, das sind Briefe. Und er hat sich dann überlegt, da könnte ja noch andere Dinge in diesem Nachlass sein. Und dann hat er halt auch seine ganzen Vorlieben für 60er Jahre Western, eben für Horrorgeschichten. Und auch für eben das Emmental und Gotthelf zusammengemixt und eine Geschichte daraus gemacht. Und er sagt eben, dass es wirklich im 19. Jahrhundert auch so Viehhandel gab in der Schweiz, der eben viel auch von Juden gemacht wurde. Und da wurden ganze Viehherden über die Alpen getrieben nach Mailand und dort für die Mailänder verkauft. Und das ist ja schon an sich eine Art Western-Szenario. Und das hat bei ihm einfach sehr viel in Gang gesetzt, dass er auch diese Geschichte kam. Also eine Emmentaler Western im 19. Jahrhundert. Genau. Toll. Ich weiß nicht, ob ihr das Emmental kennt, aber das kann man sich sehr gut vorstellen. Das ist wirklich die Frontier in der Schweiz. Ganz am Rand, ich liebe das Emmental, wirklich so ganz am Rand. Und dort war ja auch Jeremias Gotthelf alias Albert Bitzius Pfarrer und hat dort seine Schwarze Spinne und die anderen Romane geschrieben. Das ist ganz toll, wie das in diesem Comic zum Ausdruck kommt. Reto, ich möchte doch auch noch 2-3 Fragen zu dir stellen, zu diesem Karma-Problem, das ja wirklich ein sehr eindrücklicher Comic ist, weil du hast ja schon darauf angespielt, wie wichtig das dir war, unmittelbar direkt den Prozess zu verarbeiten, den du durchmachtest. Aber du musstest dich ja als Zeichner neu erfinden. Das ist ja eigentlich die erstaunliche Leistung, die du da gebracht hast in das Karma-Problem. Ich habe schon als kleine Bube habe ich Comics gezeichnet. Das war einfach ein Teil meines Lebens. Comics lesen, Comics zeichnen und irgendwann konnte ich nicht mehr mit der Hand zeichnen und da musste ich lernen, einen neuen Stil entwickeln
musste ich lernen, mit dem Computer zu arbeiten. Ja, zur Zeit. Und es hat mir auch, das hat mir geholfen, mich weiterzuentwickeln. Ich war, ich habe vielleicht 20 Jahre mit Tusche und Filter gearbeitet und habe mich sehr wenig entwickelt. Und dann musste ich neue Wege finden und es hat mir sehr gefallen, dass es auch mit dem Computer geht und so. Und ich fühle mich als Comiczeichner. Das ist mein Ausdruck. Ich liebe es, mit Zeichnung und Text Geschichten zu erzählen. Und es war also naheliegend, dass es dann eine Art biografische Geschichte wurde, durch die Umstände der Krankheit und die Veränderungen, die daraus entstanden sind. Du hast ja darauf angesprochen, dass du eigentlich in den 90er Jahren relativ als einer der wenigen Schweizer Comiczeichner kontinuierlich Comics veröffentlicht hast, 4 oder 5 Alben innerhalb der 90er bis anfangs Nuller Jahre. Und dann hast du diesen großen Unterbruch gegeben und du bist eigentlich erst, kann man so sagen, durch diese Diagnose zurückgekommen. Ich wollte als Zeichenlehrer, das beschreibe ich auch ein bisschen im Buch, dass wenn man, weiß nicht, wenn man Kinder mag und so, dann mag das hingehen. Aber für mich war es keine Perspektive für das. Für mein Leben, nur als Zeichner zu arbeiten. Und ich habe, irgendwann habe ich mich entschlossen, dass ich mich selbstständig machen möchte, dass ich Comic-Autor sein möchte und dass ich Comics machen und davon leben wollte. Es ist dann ein bisschen anders rausgekommen mit der Krankheit und so, aber ich wollte. Das Wichtigste für mich war, wenn Geschichten erzählen. Und diese Geschichte, meine Geschichte, da, die war halt ziemlich dann im Vordergrund. Und ich habe das dann versucht umzusetzen. Ja, wie ich das kannte von früher und wie ich das auch kann. So. Gibt es eine Fortsetzung oder macht das? Ich bin andere? Jetzt dran an einer Fortsetzung, das kommt irgendwann. Ich kann da nicht so planen, weil ja. Und ich denke auch, dass ich andere Arbeiten und machen möchte und auch autobiografische Arbeiten, weil dann das, die Authentizität, das habe ich auch gemerkt beim Feedback zu diesem Buch, die Authentizität, die man erreicht und erreichen möchte, die wirkt auch auf den Leser. Ja. Rina, der Hase auf dem Rücken eines Elefanten beschreibt, wie Vali das gesagt hat, eine Reise auf der transsibirischen Eisenbahn von Moskau bis Shanghai. Das ist so ein Traum von vielen Menschen, diese transsibirische, vor allem aus meiner Generation, dass das noch kommunistisch war, das war noch viel, viel weiter weg. Was hat dich motiviert, diese Reise zu machen? Hast du diese Reise gemacht und wusste sich dein alles auf, was mir geschieht, oder hast du das nachher aufgezeichnet? War das so ein Traumprojekt von dir? Ja, also ich habe Illustration studiert in Luzern, habe 2012 abgeschlossen, wollte mich schon immer selbstständig machen, aber natürlich nach dem Studium wartet niemand auf jemanden. Und ich habe dann ein Jahr noch Teilzeit gearbeitet in einer Tagesschule. Und habe dann irgendwann, also ich war ein bisschen unzufrieden damit, auch mit dem Spagat ins Atelier, und ich hatte schon Illustrationsaufträge, aber
noch nicht so viele und ich habe ein bisschen was verdient mit diesem Teilzeitjob und habe beschlossen, so jetzt muss ich mal noch was machen, so, ich bin ja noch jung und was könnte man denn? Ja, Reisen, sagen die Leute, das soll was sein. Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, ich war noch nie außerhalb von Europa. Und da war Kanada war mal noch ein Thema und dann habe ich gedacht, eben auch diese transsibirische, das muss ja was sein, weil das wollen so viele machen, ja dann mache ich doch das. Und ich fand Russland schon immer sehr spannend, aber so vom Alltag wusste ich halt gar nichts. Und ja, ein bisschen Politik, ein bisschen Geschichte und ich muss gestehen, dass die Mongolei in China, das war damals einfach ein Supplement, also dass man da noch auf diese transmongolische Route gehen konnte. Und dann habe ich halt beschlossen, diese Reise zu machen und ich habe den Job gekündigt und meine Sachen eingestellt und bin dann einfach mal los. Ich habe ein Ticket auf Moskau gelöst und ein Hostel und ab da habe ich alles vor Ort dann entschieden, wie reise ich weiter, wo möchte ich hin. Das hat sich auch bewährt, also die Tickets, die man hier bekommt, sind, glaube ich, viel zu teuer. Und das geht ganz gut heutzutage mit dem Internet und iPhones und so. Es ist schon viel Plan, aber das klappt eigentlich ganz gut, weil man hat ja auch Hilfe vor Ort. Gerade in Hostels sind die Leute sehr offen. Ja. Ja, sowieso, das, was einem in diesem Buch auffällt, ist eigentlich das ganze Interesse der Menschen auch an dir und umgekehrt und auch die Hilfsbereitschaft. Du wurdest ja auch auf eine Art aufgenommen, die ja fast erstaunt. Ja, also das hat sicher damit zu tun, erstens, dass ich alleine gereist bin, da wird man schon zugänglicher und zu deiner Frage vorhin noch, ich habe gezeichnet unterwegs, das sind aber nicht die Zeichnungen vom Buch, sondern ich habe ein Skizzenbuch dabei. Und das war so ein Bindeglied, also das hat die Leute natürlich so interessiert, was mache ich denn da? Und das war so ein gutes Mittel, um in Kontakt, also trotz der Sprachbarrieren, die da bestanden, weil ich auch, also ich habe keine der drei Sprachen, ich habe ein paar Wochen Russisch gelernt, aber nur so, ja, wo ist der Bahnhof, Hilfe, Hunger, sowas. Und die Leute waren da sehr offen und haben sich auch gefreut und haben mir Sachen gezeigt und also das fand ich wahnsinnig beeindruckend auch. Und als ich zurückkam, also das alles, was im Buch ist, ist im Atelier entstanden. Ich habe zwar gearbeitet mit diesen Skizzen, aber ich habe gemerkt, eigentlich sind halt, also das, was ich so erzähle, diese Geschichten, das ist das, was die Leute interessiert und ja, das ist dann auch ein bisschen egoistisch, weil ich dachte, ja, jetzt muss ich diese Geschichte schon zum 20. Mal erzählen. Ich könnte sie ja einfach zeichnen und dann den Leuten das in die Hand drücken. Und also nicht nur für mich, auch für andere. Meine Familie hat irgendwann auch gefunden, ja, jetzt hör mal auf, von dieser Reise zu reden. So spannend war das jetzt auch nicht. Und ja, so, also darum hatte ich auch das Bedürfnis, auch aus beruflicher Sicht als Illustratorin. Das fand ich auch schön, weil Reto gesagt hat, er fühlt sich als Comiczeichner. Das tue ich nicht. Ich bin Illustratorin, ich bin jetzt selbstständig. Aber der Comic war hier einfach ein Mittel zum Zweck. Also der hat sich so angeboten, weil ich eben auch mit Comics aufgewachsen bin. Mein Vater hatte sehr, sehr viele Comics, auch die Gaston und alle die französischen und auch Superhelden-Comics aus Amerika. Das hat mich schon immer sehr, sehr beeindruckt. Und ja, das war einfach, das kam so natürlich als Art, diese Geschichten zu erzählen. Aber ich hoffe da, also dass ich habe sicher viel auch dazugelernt und dass ich mich da auch auf dem Weg zum Comiczeichner jetzt befinde. Gut, haben Sie Fragen an unsere fünf Schweizer Gäste auf dem Podium? Finanzielle Fragen, Tipps, wie man so Ahnen, also Stammbäume macht, wo Sie dann vielleicht einen Heimatort irgendwo finden. Ja, bitte, aber auch Fragen zu Ihrer Arbeit natürlich. Ja, ich habe eine Frage. Ich kenne die Bücher von Rina Just und Reto Chlor, finde ich sehr, sehr schön, ganz toll. Ich kenne aber noch nicht dieses Buch von Ihnen, Barbara Schrag und Gregor Gierig. Was mir ein bisschen, was nicht so erwähnt wurde hier, Emmental, ja, okay, Schweiz, okay.
Ich komme nicht aus der Schweiz, das hört man. Aber mich interessiert der Golem. Da haben Sie gar nichts gesagt darüber. Können Sie da ein bisschen was sagen dazu, was für eine Rolle spielt der Golem hier? Der Golem bringt eigentlich, also es ist so, dass es der Protagonist ist so ein Außenseiter wie im Westen auch, der in ein Dorf kommt und der ist eigentlich, stammt aus einem jüdischen Dorf in der Schweiz, aus einer Viehhändler-Dynastie und hat dann, ist als Krieger in die napoleonischen Welt herumgezogen und hat auch einmal, wollte mal Rabbiner werden und hat studiert in Prag und hat eben dort gelernt, wie man den Golem macht. Und er ist eigentlich auf dem Weg nach Amerika, um einer jüdischen Gemeinde in Not einen Golem zu bringen und bleibt dann in diesem Kaffee-Emmental hängen und bringt das alles durcheinander. Danke. Ja, bitte. Mich würde interessieren, vom Verlag aus gesehen, wie Sie agieren in den anderssprachigen Teilen der Schweiz. Ich kann mir das jetzt gar nicht so richtig vorstellen. Wird es quasi dann in Genf so behandelt wie Frankreich oder kaufen Genfer Schweizer Comics dann auf Deutsch? Ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor. Das ist auch schwierig, sich vorzustellen als Nicht-Schweizer, aber es ist so, dass wir jetzt kulturell wirklich Rücken an Rücken legen. Also was prägt den Alltag, das ist die Tageszeitung, die Tagespresse, das prägt also früher was das Fernsehen noch viel mehr. Und wir kennen, in der Schweiz kennen wir die deutschen Tagesschausprecher, aber in Genf kennen sie die französischen Tagesschausprecher, also diese ganzen Prominenten, die man so aus Klatsch und so, das ist dann total verschieden. Und das ist dann in der Schweiz, interessiert man sich vielleicht für die Sendung, also Jacques Tardy, ich veröffentliche, der wird natürlich in Genf auch gekauft, natürlich auch Französisch. Ich verkaufe praktisch kein Buch in Lausanne oder in Genf. Dann kommt noch dazu, dass der Buchmarkt total verschieden organisiert ist. Also in Deutschland ist der Buchmarkt eigentlich viel besser organisiert als in Deutschland. Wir haben ja, bei uns läuft es ja so, dass der Verlag eine Vorschau macht, da werden die Bücher angeboten von Vertretern in den Buchhandlungen und dann gibt es sogenannte Festabnahme. Das heißt, der Buchhändler kauft ein Buch und das darf er nur unter besonderen Umständen wieder zurückgeben. Normalerweise nicht. Also 90% der Bücher, die man verkauft hat, die bleiben auch da, ob der Buchhändler das verkauft hat oder nicht. Dafür hat man natürlich ganz wenig Vormerker. Das bewegt sich bei mir jetzt in einer Größe von 100 bis 300 oder 400 Exemplare. In Frankreich ist der Buchmarkt funktioniert mit sogenannten Office. Das heißt, der Buchhändler, der kriegt von jedem Buch 30 Stück und darf aber alles wieder zurückschicken. Und das ist dann eine echte Bücherspende. Also die müssen dann auch, als Verlag muss man das Doppelte an Büchern kalkulieren, auflegen. Und das kann dann passieren, dass man dann 90% wieder zurückkriegt. Das funktioniert ganz anders. Dann kommt noch dazu, dass gibt es in der Schweiz die Preisbindung aufgehoben worden, in der deutschsprachigen Schweiz, in der Westschweiz auch und in der Deutschschweiz dürfen die Buchhändler, es gibt nur ganz wenige Verlage, die es verbieten, dass man Bücher in Deutschland kauft. Also die meisten Verlage überlassen das den Buchhändlern. Also für euch ist das sehr schwierig vorzustellen. Man darf zum Beispiel auch nicht ein Auto in Deutschland kaufen oder so. Man muss das beim Automarkt, muss man über den VW-Autohändler in der Schweiz das Auto kaufen. Oder wenn man es in Deutschland kauft, zahlt man Zoll oder weiß der Teufel, was ist der Wahnsinn. Bei den Büchern ist das nicht. Hingegen in der Westschweiz ist das so. Also das kann... Da zahlt man als Buchhändler viel mehr für Bücher, weil man sie nicht in Frankreich kaufen kann. Die Bücher sind generell teuer in der Schweiz, ist alles furchtbar kompliziert. Aber Fakt ist, dass also mein Markt geht praktisch bis Bern jetzt im Westen, aber dann im Osten bis an die japanische Grenze und überall. Also
Das ist wirklich, ich stehe mit dem Rücken gegen den Westen und schaue nach Osten. Gut, vielleicht noch eine einfachere Frage zum, als Abschluss, eine letzte Frage vielleicht noch. Ja? Das Strapazin-Magazin gibt es ja auch schon 35 Jahre jetzt. Und ist das irgendwo, also vom Vertrieb erstaunt es mich immer, dass es auch in kleineren Orten in Deutschland ausgibt, in Bahnhofsbuchhandlungen. Hat das auch eine sehr hohe Auflage oder wie funktioniert das? Also das erstaunt mich auch. Nee, Strapazin hat keine hohe Auflage. Die Auflage beträgt momentan 2.500 Exemplare. Das Strapazin ist mit mir persönlich als Person verbunden. Strapazin ist eine eigene Gesellschaft, das ist als Verein organisiert. Da sind viele Leute dabei. Ich bin einfach, Strapazin ist ein bisschen jünger, entstand zum ersten Comic-Salon 1984 in München. Ich bin bei Strapazin dabei, aber das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Aber ich weiß natürlich, ich bin seit Anfang bei Strapazin dabei. Also ich denke, ich persönlich sehe das eher so, dass für Zeitschriften, und da kann ich René Lehner übrigens auch aus der Schweiz, der eine Comic-Zeitschrift macht, Comic-Szene, die Vertriebsmöglichkeiten für Zeitschriften sind viel schwieriger als für Bücher. Also für Bücher finde ich eigentlich in Deutschland der Buchvertrieb sehr gut organisiert. Bei den Zeitschriften ist es sehr viel schwieriger. Gut, vielen Dank für Ihre Anwesenheit und Aufmerksamkeit. Sie wissen vielleicht, wo der Stand der Edition Moderne ist, damit Sie diese drei Bücher mal ein bisschen näher sich anschauen können. Falls Sie es nicht wissen, finden Sie das im Katalog. Das ist irgendwo auf diesem Stockwerk, nahe beim Ausgang oben, gut gelegen. Also nutzen Sie die Gelegenheit auch, dass die Künstlerinnen und Künstler anwesend sind, um sich diese Bücher genauer anzuschauen. Und ich bedanke mich auch bei meinen Gästen heute Nachmittag hier auf dem Podium und wünsche allen noch einen schönen Salon. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.